wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will. Sind wir uns einig? Ja, wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Vorsicht, rechts! Na los, hier kommen wir durch. Wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, und wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du keine anderen Waffen? Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Ragnarök vorbereitest. Warum dann der Speer? Ich hab geredet. Vater. Weicht der Frage aus. Oike. Bitte. Dann los. Nah dran, aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche, die Bestie nicht zu töten.
Kein Weg weiter. Da scheint eine Mulde in der Wand zu sein. Ist der Plan? Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odi nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich? Was jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Ich lenke Garm ab. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein. Und wenn ich davonläuft und sie einhält. Zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Gut, wir sind fast... Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Thank you.
Warum ging das nicht? Du hast das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Tut mir leid, es war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Ich glaube, wir müssen hoch auf den Vorsprung. Aber wie? Es gibt immer einen Weg. Siehst du? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Lösung ist nicht immer offensichtlich. Über dir, Vater! Meine Pfeile, verlangsamen Sie! Ich höre ihn davon. Wir machen das auf meine Art. Deine Art, weiß dann wohl. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut.
fest. Hey, greif zu! Er ist unten! Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rat bringen. Thank you.
Das funktioniert nicht. Gewichte könnten als Frostbrücke dienen. Los, das Tor ist offen. Schnell. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Ja. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Hast du das? Wo ist er? Pass auf! Jetzt kämpfen wir. Ein neues. Ich glaub,
Stelle am Hals. Siehst du sie? Wir müssen ihn finden. Los! Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob's geklappt hat.
Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du lagst in meinen Armen. Ich sah sie auch in Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Oh! Braver Junge. Ja, hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Geschafft! Sitz! Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Den nächsten Schritt planen. Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst kein Kind. Nein, aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Deine Blume. Auf Seelenblüte. Ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Hol der Blei! Oi!
Vater. Wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was sie tun? Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. Hey, da ist Reichwelgir. Sollen wir mit dir reden? Dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Was verschüttet. Ich mach das. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig, zu selbstsicher, hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst.
Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Der Boss will die restlichen Lindwürmer, Kumpel. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Ich sehe
sehe mir meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Gut. So ist es wohl. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ich mach einfach hiermit weiter, bis du losziehen willst. Ich muss mal den Kopf frei bekommen.